Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist ein neues Video für die Playlist Literaturwelt. Wir senden wie immer live ungeschnitten und frisch von der Webcam. Heute über Walter Moers Wilde Reise durch die Nacht. Seinem letzten Video ist ja nicht so arg lang her und es ist auch ein Büchlein. Das liest sich im Gegensatz zu dem vorher mit 1200 noch was Seiten recht fix, also ohne Anmerkungen. Klein hier auf Seite 13, 14, 15, 215, wobei da sehr viele weiße Seiten sind, und zwar die weißen Seiten haben damit zu tun, was das Büchlein für ein Konzept hat. Wer Walter Moers kennt, also Rumo, ich glaube Rumo oder Die Reise im Dunkeln, die 13,5 Leben des Captain Blaubär und das Labyrinth der träumenden Bücher und so weiter und so fort, der weiß, es geht um Insel und Krete. Insel und Krete wollte ich jetzt gleich als nächstes lesen, aber ich finde es nicht in meinem Regal. Es steht weder bei den zu lesenden Büchern noch, ich weiß nicht, irgendwo sollte es sein. Auf jeden Fall, also Insel und Krete und die Stadt der träumenden Bücher habe ich noch nicht gelesen. 13,5 Leben und Rumo habe ich schon gelesen. Und wer das gelesen hat, der weiß, es geht ein bisschen wilder zu. Und hier steht es ja immerhin freundlicherweise im Titel. Was ist das Konzept von dem Büchlein? Und zwar geht es um Gustave Doré. Ich glaube Gustave und nicht Gustave. Gustave Doré, wenn ich mich recht aus meinem Französischunterricht entsinne. Und die Idee ist eben Wilde Reise durch die Nacht nach 21 Bildern von Gustave Doré. Gustave Doré ist ein Künstler und Illustrator, wobei als Künstler war er wohl in Frankreich zumindest nicht besonders erfolgreich, aber als Illustrator. Und er hat schon irgendwie im zarten Alter von 12 oder 15 Jahren, also relativ früh, angefangen zu illustrieren und zu publizieren und hat schon als, glaube ich, Fünfjähriger irgendwie Verwandte und Lehrer und so gemalt und so weiter. So, also ein Illustrator und logischerweise damals natürlich schwarz-weiß, und er hat solche Dinge illustriert wie, jetzt muss ich hier mal in die Liste, und ich habe gerade nicht meine, das heißt, ich muss wirklich die Brille abnehmen, obwohl es eine Gleitsicht ist. Ich habe gerade nicht meine aktuelle Brille. So, jetzt kommt auch noch ein Unruf. Gerade ein Live-Video. Kann ich dich nachher zurückrufen? Gut, alles klar. So, das ist der Vorteil beim Live-Dingsbums. Also zum Beispiel sein erstes, Die Arbeiten des Herkules, wobei ich jetzt immer nicht den Autor weiß. Und was kennen wir noch? Viele Dinge. Hier, Lord Byron hat er die gesammelten Werke illustriert. Ich versuche jetzt mal die Sachen rauszufinden. Hier, Gargantua und Pantagruel von Rabelais. Man hat aber auch von Balzac die Contes Drolatiques. Und ich meine, ich hätte irgendein Balzac-Band und wollte gucken, und zwar war es ein ziemlich dekorativer Balzac-Band, und habe ihn aber auch so ganz spontan nicht zwingend gefunden, weil ich wollte natürlich gucken, ob ich da die Doré-Zeichnung drin habe. Auf jeden Fall nimmt der Walter Moers, bei Rumo ist es auch so, dass er, also bei Rumo, ich bin ein bisschen dumm, obwohl ich Literatur studiert habe, aber ich habe nur eine Passage wirklich erkannt. Da gibt es eine Passage im Rumo, wo er 1:1 nicht ganz den Anfang, aber ziemlich den Anfang des Mann ohne Eigenschaften zu zitiert. Und ich vermute natürlich, dass im Rumo sehr, sehr viele solche Passagen vorkommen. Da hatte ich immer mal die Idee, ein Wiki zu machen und das irgendwie zu, oder überhaupt die Referenzen von Walter Moers in seinen ganzen Büchern mal zu durchleuchten, sage ich jetzt mal. Und was er macht, ist, er nimmt eben Zeichnungen von oder eben Illustrationen von Gustave Doré, die aber aus verschiedenen Büchern stammen. Und zwar unter anderem hier aus, also Xylographien, also Holzdrucke. The Rime of the Ancient Mariner, Entschuldigung, The Rime of the Ancient Mariner von Samuel Taylor Coleridge. Orlando Furioso von Lodovico Ariosto, also Ariost. The Raven von Edgar Allan Poe. Don Quixote von Miguel de Cervantes,
Und das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Legend of Croque-Mitaine von Ernest Lépine. Also ich bin kein Romanist. Gargantua und Pantagruel nochmal. Paradise Lost von Milton und aus der Bibel. Und aus diesen ganzen Illustrationen, also die nimmt er und baut eine Geschichte außenrum. Und was ich ganz schön gemacht finde, ist, dass man immer zuerst irgendwas liest und dann die Illustration auf der Folgeseite ist. Es ist also nicht so, wie ich habe den Film gesehen und lese dann das Buch oder ich sehe jetzt zuerst oder sehe gleichzeitig die Illustration und lese den Text, sondern das kann kein Zufall sein. Es ist also wirklich immer so, dass die Illustration in Anführungszeichen oder das entsprechende die entsprechende Doré-Illustration, also hier zum Beispiel von zwei Tornados, also man sieht hier oben zwei Tornados, oder was haben wir hier noch alles, immer diese schöne Vignette, aus welchem Buch die jetzt ist, weiß ich nicht genau, oder hier sozusagen Softporno des 19. Jahrhunderts oder so. Ich glaube, 19. Jahrhundert. Ja, wir reden alles vom 19. Jahrhundert hier. Diese ganzen Illustrationen sind also immer danach. Ja? Und, oder sowas. Ja? Und Walter Mörs wäre natürlich nicht Walter Mörs, wenn er ganz wilde Geschichten drum baut. Zum Beispiel seine erste Aufgabe, wenn ich mich recht entsinne, ist, einen Drachen zu töten. Und eine Jungfrau zu retten, und er kommt da eben auf die Insel der, ich glaube, leidenden oder gequälten Jungfrauen oder irgendwie sowas, und muss aber dann von dem Greif, auf dem er reitet, erfahren, dass es eben sich ganz anders verhält, dass die Jungfrauen ganz böse sind und die armen Drachen drangsalieren und umbringen und Drachensaft draus machen, damit sie am Leben bleiben. Und er hat also, ja, genau. So, vielleicht sollte man nochmal kurz klären. Also, das erste ist eben dieser Zwillingssturm, und dann soll Gustave Doré sterben, und der Tod kommt an, und die verrückte Schwester des Todes, und die würfelt mit dem Tod um Gustaves Leben, und die Schwester gewinnt, und deswegen darf Gustave, ich glaube, sechs Abenteuer muss er bestehen. Es gibt, glaube ich, keinen, ich habe das Gefühl, dass ich da kein Inhaltsverzeichnis habe. Es ist kein Inhaltsverzeichnis drin. Also es gibt eine Reihe von Abenteuern. Er muss sich selbst begegnen. Er muss, was muss er, das Schrecklichste aller Monster, dem Schrecklichsten aller Monster einen Zahn ausreißen, den der Tod zu einem ganz bestimmten Zweck benötigt, den ich nicht verrate, weil das spannend ist. Wir erfahren das große Geheimnis des Universums, warum, wie das alles funktioniert und zusammenhängt und was die Sonne wirklich antreibt und so weiter und so fort. Also es ist ein Büchlein im besten Walter-Mörs-Stil. Also es geht alles drunter und drüber. Und also jeder, der Walter Mörs gerne liest und auch die längeren Sachen gerne gelesen hat, wird dieses Büchlein so in, ich glaube, ich habe 2, 3 Tage nicht zu viel Lesezeit gebraucht, um das zu vernaschen. Es ist also ein schöner Sommer-Snack oder ein Snack für Leute, die auch lieber kurze Passagen haben, weil man, das ist sehr episodisch aufgebaut, wie so ein Ritter-Epos. Es gibt eben, also der ist meistens, ist Gustave Doré als, der zu dem Zeitpunkt mit 12 ist. Also da, allerdings ist aber in dem Sinn kein Kinderbuch, wie es sonst ist, dass immer wenn der Held 12 ist, dass dann auch das nur für 12-Jährige ist. Ich glaube, 12-Jährige würden das Buch eher etwas strange und vielleicht sogar albtraumerzeugend finden, aufgrund mancher der Illustrationen. Also es ist eher schon ein Buch für Erwachsene, aber der Held ist eben 12 und als Ritter eingekleidet und hat immer verschiedene Reittiere, unter anderem auch Pancho Sansa, sein Pferd, und so weiter und so fort. Also man sieht, das Ganze ist mit Literaturanspielungen gespickt, liest sich sehr amüsant, ist vielleicht nicht ganz so witzig wie die 13,5 Leben, aber dafür nicht ganz so langatmig wie der Rumo. Also ein durchaus empfehlenswertes Büchlein. Und man kriegt eigentlich Lust jetzt,
irgendwie die Hälfte seiner Bücher rauszuschmeißen und diese ganzen Gustave Doré illustrierten Bücher sich anzuschaffen. Das ist das Problem für jemanden, der, wie ich gerade versucht, die Anzahl seiner Bücher zu reduzieren. Dieses allerdings wird im Regal stehen bleiben, weil es wirklich sehr, sehr hübsch ist. Zu den Zeichnungen könnte man jetzt auch noch eine Menge sagen. Ich bin kein Kunstwissenschaftler, aber ich finde überhaupt die Detailgetreue von der ganzen Geschichte, finde ich also wirklich sehr, sehr schön. Und manche der Zeichnungen, wie zum Beispiel dieses Ungeheuer hier, da sieht man halt schon, dass der Doré dieses Tal der Ungeheuer hier, dass der Doré ziemlich abgedrehte, eine ziemlich abgedrehte Fantasie hat, die durchaus so manchmal ein bisschen was von Hieronymus Bosch hat. Hier haben wir so eine Versammlung von irgendwelchen Waldungeheuern. Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich jetzt gar nicht so gut sehen, aber also allein für die Bilder und also man kann da, glaube ich, auch stundenlang nur die Bilder angucken und kann da irgendwelche Details finden. Und es ist auch sehr schön, wie Walter Mörs dann immer diese Szene beschreibt und man dann umblättert und dann das Bild auch sieht. Und dann sieht man in dem Bild Dinge, die Walter Mörs gesehen hat und die man selber eigentlich in dem Sinn vielleicht übersehen hätte, wenn man einfach nur mal so schnell drüber geblättert hätte. Also das sind sehr schöne Sachen. Also ein sehr schönes Büchlein. Ich bin froh, dass ich es so als Entspannungstherapie nach dem 1270 Seiten oder irgendwas jetzt mal vernascht habe und würde es durchaus weiterempfehlen. Eignet sich vielleicht auch als Einsteigerlektüre für Menschen, die vielleicht die 13,5 Leben des Captain Blaubär vom Titel her zu blöd finden und immer den Captain Blaubär aus der Sendung mit der Maus oder von irgendwo oder aus dem Fernsehen halt im Kopf haben und da eben vielleicht voreingenommen sind. Also es könnte sich auch als Walter Mörs Einsteigelektüre eignen. Walter Mörs ist übrigens auch Karikaturist. Viele kennen vielleicht seine Sachen von Kleiner Arschloch oder irgendwas über Hitler hat er auch gemacht und so weiter und so fort. Beziehungsweise der alte Sack, genau. Also das ist der Walter Mörs und der eben auch lange, lange dicke Bücher schreibt. Ich werde das Buch im Blog verlinken unter blog.literaturwelt.de. Dort vielleicht dann einfach in die Suche Mörs eingeben, M-O-E-R-S. Dort findet man auch andere Review-Videos und natürlich ganz, ganz viele Rezensionen von den vielen, vielen anderen Rezensenten. Ich bin einfach nur zu faul, um Rezensionen zu schreiben. Deswegen mache ich Videos, die dann auch nicht arg viel kürzer sind als die Zeit, die ich gebraucht hätte, um das zu schreiben. Aber so ist es halt. Schwimmt nicht so weit raus. Möge der Saft mit euch sein. Ich freue mich über ein Amo. Zu wenig Kaffee getrunken. Über ein Abo, über ein Däumchen nach oben. Wenn ihr abonniert habt, dann freue ich mich auch, wenn ihr eins noch auf die Glocke drückt. Da taucht dann eine Glocke auf, die kann man drücken. Und wenn ihr die drückt, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Live-Video gibt. In der Regel mache ich Live-Videos. Und vielleicht, was ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe, werde ich auch mal wieder versuchen, Interviews zu machen. Also nicht vielleicht zum Thema Literatur, sondern andere. Da muss ich einfach mal schauen. Also wer Lust hat, wer ein spannendes Thema hat, ich sag mal Umfeld, Social Media, Web, Produktivität, Networking, Open Space, Barcamp, so das ist so das Start-up und so weiter und so fort, der ist herzlich willkommen, sich zu melden unter og@ogok.de. ogok.de ist mein Hauptblog und blog.literaturwelt.de ist das, wo dieses Video erscheint. Bis dann und tschüss.